Bull. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen Tarkov. Mal wieder auf der Map Interchange und ich hoffe mal diesmal mit mehr Erfolg. Und wir gehen nicht nach Idea rein. Auf keinen Fall. Gibt hier noch mal bestimmt ein paar andere Orte. Auf jeden Fall habe ich heute ein, zwei Mal als Scav gespielt und definitiv, man kommt nicht als Scav-Spieler auf diese Map und ich habe hier auch noch keine Scavs bisher gesehen. Ah, da hinten steht einer. Wollen wir dem mal Hallo sagen? Cool, die Saiga trifft gar nicht so weit. Naja! Ist ja nicht die beste Waffe, aber die beste Schrott, die ich habe. Ach, ist auch ein Axtmann, naja. Jetzt weiß also eh, dass ich da bin. Ist er offline oder so? Das hatte ich vorhin auch in einer. Genau das hatte ich auch. Irgendwie konnte ich zwei KI-Scav ja mehrfache Kopfschütze verpassen und sind nicht umgekippt, aber die haben sich frei bewegt. Der stand ja gerade, der ist wahrscheinlich irgendwie das Spiel nicht, hat ihn wahrscheinlich nicht richtig geladen. Aber trotzdem, sowas ist nervig. Jetzt kann ich von ihm zum Beispiel seine Marke nicht abgreifen. Und für ihn ist es beschissen, weil, ja, wenn der jetzt lädt, ist er tot. Höchstwahrscheinlich. Ist auch irgendwie kacke. Kann aber auch an dem Spieler liegen. Vielleicht hat er einfach eine zu schlechte Internetverbindung. In Deutschland ist ja sowas nicht selten. So. Ach, Idea, geh weg. Was haben wir da? Wir gehen woanders rein. Ich kann das Bunte da nicht lesen, aber das sieht auf jeden Fall sympathischer aus. Hopp. Ja, und ich habe mir mal ein paar Bilder angeguckt zu der Map. Und es ist auf jeden Fall nur diese Einkaufsmall, wie befürchtet. Und ja, drumherum, bisschen Straßen, Autos. Aber nicht mehr. Ist auf jeden Fall größer als Factory. Also irgendwie so eine. Die Größe müsste irgendwie zwischen Factory und Customs sein. Dafür finde ich die Map eigentlich ganz nett. Ich möchte mehr von diesen Einkaufsläden sehen, aber hier die Zelte habe ich auch noch nie durchsucht. Und was wir ja schon gesehen haben, dass hier einfach Loot häufiger auf irgendwelchen Kisten liegt. So wie hier eine Stange. Na, das ist nicht sehr weit weg. Was ist denn das für eine Stange? Oh, die Stange kenne ich auch gar nicht. Stange Zigaretten ist es auf jeden Fall nicht. 120 Schuss, irgendwas. 5x39 BT. Joa. Habe ich leider nicht die passende Waffe dabei. Aber vielleicht findet man die ja. Was haben wir hier Schönes? Oh, Bandage, Bandage. Bisschen dreckig, aber hey, was soll's. Besser als gar keiner. Also immer eine Befürchtung. Ich schätze mal, die Schüsse kamen aus dem Eingangsbereich. So, im Eingangsbereich, wenn ich das jetzt so einschätze, weil man kann ja da oben, da könnte ja schon da oben links, oben rechts einer hocken. Oh, da ist ein Spielplatz.
Wie sieht denn so ein Spielplatz im Tag? Alter, die haben Trampoline? Ist das überhaupt die richtige Wort für die Mehrzahl? Alter, das sind ja... Sowas haben wir hier nie in Deutschland. Sowas habe ich noch nie gesehen hier. Also ich... also für die Kinder. Das ist halt ein richtig super geiler Spielplatz. Das ist ja nicht schlecht. Ja gut, sowas habe ich glaube ich schon mal gesehen oder selbst bespielt vor 20, 50 Jahren. So, gehen wir mal rein. Ich habe aber nicht gelesen, was auf dieser bunten Schrift stand. Hier ist Müll. Hier ist offen. Aha, da mache ich Krach. Es geht nur nach oben. Tarkov Craft. Und irgendwas Russisches darunter. Bestimmt Craft Bier. Wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Und was finden wir hier? Irgendwas zu essen. Ach, da sind noch. Da geht's ja noch höher. Vielleicht ist die Map doch noch größer als ich dachte. Und wo ist Idea? Wir waren doch letztes Mal. Idea war ja ganz hinten da irgendwo. Okay, mit der Map nehme ich aber zurück. Ich glaube, die ist größer als es scheint. Schneidet man sich durch das Glas? Irgendwie nicht. Was ich mich nur frage, findet man Waffen? Ja doch, Waffenkisten hatten wir ja letztes Mal ja auch gesehen. Oh, ein Drucker. Und hier irgendwas? Ein Goldkettchen? Nichts. Top Brands. Aha. Da gibt's Sale. Ach, gucken wir mal. Was sie hier so ein Sale haben. Habe ich eine Taschenlampe? Na, schade. Ein Kleidchen. Könnte mir stehen. Warum sind diese ganzen Figuren? Also, ich denke mal, da haben sie doch mal Kleidung dran gehabt, oder? So, probeweise. Die haben alle keine Kleidung. Oh. Das klingt nach einer Party und ich bin eingeladen. Kann man die öffnen? Ey, wer weiß, wo die stecken. Munition kenne ich auch noch nicht. Upload. Discard. Oh, Schuhe. Doch nur Waffen finden. Tolle Waffen. Oder Bitcoins. Oder Bronzestatuen. In so einem Fitnessladen liegt Coca-Cola oder sowas ähnliches. Tarkola. Tarkov-Cola. Das ist das, was der Sportler nach seinem Sport braucht. 2 Stunden laufen und dann erstmal schön Tarkov Cola reinkippen. Mmh. Oh.
weiß ja noch gar nicht, worauf ich achten soll, aber... Oder wo es hier den tollen, tollen Loot gibt. Nicht weit weg. Und der Laden scheint interessant zu sein. Aber da kommt man wohl nicht rein. Komm, Mäuschen, piep einmal. Hm? Wo bist du? Das sind zwei Mäuschen. Das geht nicht weiter. Shit, ich dachte, ich könnte da irgendwie abkürzen oder so. Ah, hier ist eine Kiste, das werden die wissen. Ah, hier kommt man ja auch nicht durch. Oder hier? Nee. Shit. Ich weiß nicht, gegen zwei ist eh immer sehr schwer. Aber vielleicht hätte ich, meine Gedanke war, dass ich den Weg abschneide und Spaß habe. Toll. Jetzt hat da jemand ohne mich Spaß. Aber solange sie schießen... Gibt's noch was? Sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Obwohl ich... Der zweite Mann hat, glaube ich, nur eine Pistole oder irgendwas Kleines gehabt. Aber jetzt vorsichtig sein. Okay, das ist Schnellfeuerwaffe. Wow, hier sind Kisten drin. Boah, hier bin ich richtig. Ich habe keine Zeit. Und hier ist ein Panzerwagen, cool. Was immer ist das für ein Fahrzeug? Oh, hier liegt doch einer. Aber wo ist der zweite? Hä? Na gut, gucken wir hier mal schnell rein. Irgendeine Pistole oder irgendwas? Ach, nichts. Ein Backup wäre cool. Apropos Magazin ist nicht voll. Ah, er hat eins. Vielen lieben Dank. Hey, kommst du mal? Oder war es doch kein Zweierteam? Kriegst es nicht ins Magazin. Das ist doch wieder irgendwie. Oh. Das, da passt die Synchronisierung nicht vom Server her. Oh, kein Platz. Pack ich da mal rein. Und hier finden wir sogar ein Magazin für die jeweilige Waffe, die wir gerade theoretisch gefunden haben. Ach komm. Nein, ich brech ab. Ich will auch nicht laden.
Also der ist hier rein, da geht's ja wahrscheinlich raus. Die Kisten sind bestimmt auch durchsucht. Generator links. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wo das Haus ist. Irgendwas ist. Ah, eine Stange Munition. Wieder für die falsche Waffe. Sah irgendwie aus, als ob es eine Etage tiefer wäre. Ah, hier ist auch ein Sportladen. War mal davon. Adik! Adik! Kommt mir bekannt vor mit den komischen Streifen. Firma Adik. Bayer Chaka! Dabdadu! Ey, was ist denn hier abgegangen? Das ist ja hier eine Orgie. Macht ihr alle die Gruppenkuscheln? Ist egal, komm. Gib mir Sachen. Ja, leeres Magazin. Ach. Jetzt habe ich natürlich Haufen Müll dabei. Ja, sieht nicht. Da ist wahrscheinlich auch nichts dabei. Magazin. Ist das voll? Das dauert ja. Das ist halt jetzt das neue Nachladen. Das geht nicht mehr so schnell wie früher. Einfach reinziehen. Nein, wir haben jetzt wirklich so auf Deutsch gesagt, dass er jede Patrone da einzeln reindrückt. So. Kann ich jetzt das Magazin hier reinpacken? Ah, das ist ja wie Weihnachten hier. Zack, zack. Nee, das ist mein Auto. Du hast einen großen Rucksack, den will ich haben. Komm. Jetzt muss hier zacki zacki gehen. Brauch nur einer um die Ecke kommen und dann bin ich weg. Ach ja, hier, trink die Cola. Trink die Cola. Wer nimmt den Complex mit? Was nimmt denn der für den Müll mit? Hier schon wieder rum. Ich... Oh. Du kriegst die Krise. Mamma mia. Pack das da rein. Krieg ich die Waffe diesmal? Mann, ist ja cool. Komm, Cappy nehmen wir auch mit. Sogar noch hier die... Ach doch, die Pistolenmagazine. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Wenn man da was mitnimmt. Hier kippen braucht kein Mensch. Rauchen ist tödlich, denkt dran. Und hier ein Feuerzeug braucht auch keiner. Da, ja, leere Magazine, keine Ahnung. Ach, so. Hast du noch was? Warte, ich hatte schon... Nein, disconnecten wollen wir nicht. Das kriege ich nicht. Und das haben wir schon. Und ein Bär. Hier liegt auch einer. Ja, nehmen wir auch mit. Schleswig. Oh, das war ein Deutscher. Ach, warum kriege ich das schon wieder nicht da hingezogen? Ey. Also das Spiel geht mir langsam echt auf den Sack. Zumindest heute.
Vielleicht sind auch wieder die Server überlastet. Also, da ist ja gerade, sage ich mal, die Hauptzeit, wo die Leute halt Zeit haben und spielen. Und am Wochenende sowieso. Ich krieg die Magazine nicht reingezogen. Das ist. Hat jetzt auch alles gerade viel zu lange gedauert. Also, normalerweise hätte ich da. Warten, das sind jetzt wie viele Spieler? Eins. Vorhin haben wir einen gesehen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So, mit mir sind es sieben. Wenn es maximal, minimal 10 Leute reingegangen sind, sind 3 quasi noch am Leben. Oder vielleicht woanders gestorben, aber 3, von denen wir nicht wissen, wo sie sind. Vielleicht bin ich ja wirklich der Letzte, der überlebt hat. Wäre cool. 40 Minuten. Ach komm, die hauen wir auch nochmal weg. Lecker Dose Cola. Mmh. Tarkov Cola. Ja, jetzt als nächstes hin. Von da kam er, wir sind im Kreis gelaufen quasi. Lex. Ich glaube, das gab gut Geld. Ah ja, genau, ein zweites Magazin. Ich glaube, das könnte auch in dieser AKS 74U passen. Das waren 5,45. Inspect. Ja, das dürfte passen. Mensch, nur ein Wechselmagazin. Alles gefunden. Wir haben 2 Waffen. Ich bin voll. Ich krieg das eigentlich rausgezogen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch suchen soll. Ja, ich glaube, wir machen mal einen Rückzug. Weil ich kann ja noch sehr viel gebrauchen und mit leeren Händen. Ach, hier war ein Onkel-Doktor. Mit leeren Händen will man ja. Also man will ja mal was nach Hause bringen hier. Gerade hier so was AKs angeht, kann ich einige. Ja, kann ich mal viel gebrauchen. Ach, Rubel, ja, Rubel kann ich auch gebrauchen. Ich kann es schon wieder nicht reinziehen. Ich kann es nicht reinziehen. Es ist so abgrundtief nervig. Mama mia. Also man kann auf jeden Fall jetzt aussuchen, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Man kann die Server wechseln. Früher konnte man sich überhaupt gar nichts aussuchen, wo man hin möchte. Man wurde einfach auf irgendeinen Server gepackt. Jetzt gibt es natürlich europäische, russische, amerikanische, glaube ich. Und ich bin natürlich auf dem europäischen. Und vorhin waren irgendwie 2 offline oder... Oh, da gab es Probleme. Ah, Kette. Und ich kann sie nicht reinziehen. Nee, das hat keinen Sinn mehr. Also, wenn ich jetzt nichts mehr reinziehen kann, dann brauche ich mir jetzt auch nicht weiter durchsuchen. Das ist irgendwie schade. Aber das Spiel ist halt in der Beta. Es ist eine neue Map und... haben wir schon bei Shoreline gesehen damals. Naja, neue Map ist erstens über. Also, alle gehen drauf. Alle wollen spielen und ich bin auf der falschen Seite. Hier bin ich doch nicht. Hier bin ich ja vorhin rausgekommen. Aber wenn ich da anfange, kann ich ja auch bestimmt da nicht rauskommen. Bin ich an dem Laden vorbeigekommen? Also. Ich verlaufe mich auch im normalen Einkaufsladen, also das ist, ja, ich bin am Anfang. Ich bin einmal im Kreis gegangen, wow. Also das ist, ihr könnt mich in irgendeine Mall stecken, zweimal im Kreis drehen, ich finde nicht mehr nach Hause. Ich bleibe in der Mall und gerade hängt's. Ah.
So, jetzt werde ich unvorsichtig. Das ist auch doof. Aber man will immer so schnell wie möglich dann seine schönen Sachen. Brutalshop. Okay, da gehe ich rein. Achso, da war ich schon drin. Das ist hier einfach nur... Naja. Was, sind wir wieder hier? Boah, das war lame. German. Ein German-Laden. Da gibt es bestimmt Bockwurst oder sowas. Sauerkraut. Aber German ist zu. Hä, wie sind die denn hier reingefahren? Karma. An Kamas. Ah. Oh, was ist das denn hier? Ach, war das das mit der bunten Schrift? Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit Markets. Ich sag mal, russisch Market. Irgendwas. Ach ja, ich bin ja voll. Brauchen wir gar nicht mitnehmen. Also ich lasse nochmal zwei Slot frei, weil wenn ich das Magazin wechsle oder so, dann schmeißt das manchmal auf den Boden, wenn man voll ist. Und dann sucht man sein zweites Magazin vergeblich und ja, dann lässt man lieber zwei Felder frei. Braucht man nicht. Boah, da ist noch eine... Oh. Hat er mich gesehen? Ja. So, verzieht ganz schön. Der hatte eine Pistole. Duftet? Komm raus, wo immer du steckst. Vor allem, da war links gerade eine Waffenkiste. Der ist doch nicht, der ist doch irgendwie an die Seite gegangen. Der hängt jetzt bestimmt in irgendeiner Ecke. Wartet, dass ich vorbeikomme und dann BÄM! Oh ne, ich dachte, das wäre ein Bein. Wo ist der hin? Oh, er könnte überall hocken. Und jetzt hängt's wieder. Also ich suche ihn jetzt nicht mehr. Ich hab die Waffenkiste hätte er sich wahrscheinlich bestimmt angeguckt. Hm. Da ist auch eine. Mama mia. Jetzt muss ich mal reingucken. Und jetzt kommt er von hinten. Damn. Tot. Ne. Schon durchsucht. Ja, gut. Ist größer als ich dachte, die Map. Das ist eine Mauer. Okay, ich bin zumindest draußen. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, es gibt zwei Extraction Points. Einer ist so im Zug und einer ist irgendwo bei irgendwelchen Autos. Hm. Wo müssen wir denn lang? Man könnte sich natürlich informieren, wo genau das immer ist, aber ich mag es immer so ein bisschen selbst zu entdecken. Ich will, man will ja nicht alles immer vorgefertigt, also ich zumindest nicht, will nicht immer alles vorgefertigt so auf den Tisch kriegen. Ein bisschen selbst gucken, ein bisschen selbst entdecken, macht immer am meisten Spaß. Ah,
an. Da gibt es noch ein Gebäude. Und hier gibt es was Feines. Hier waren wir noch, auch noch gar nicht. Schick, schick. Ja, Werkzeugkiste. Werkzeugkiste. Ja. Ich sag Munition, ich würde gerne mal nachladen. 5 bis 10 Schuss habe ich bestimmt verballert. Hm. Passt du da rein? Vielleicht ist es auch an diesen beiden Munitionstypen, dass er sich da irgendwie vertan hat oder irgendwie hängt. Weil die gehen ja komischerweise. Ah, jetzt kann ich den auch mal bewegen. Ah, zack. So. Oh. Wir müssen hier raus. Das ist irgendwie gerade ganz schlimm. Ich hatte vorhin, ja, Customs ein paar Runden gespielt. Factory. Und das hat da nicht so gehakt. Und vor allem diese Synchronisationsprobleme hatte ich auch nicht. Mit den Gegenständen. Ja, hier gibt es Aktenschränke. Tarkov-Magazin. PC, was man auseinandernehmen kann oder reingucken kann. Mhm. Nicht uninteressant. Ein LKW mit einer Deutschlandfahne dran. Yeah. War doch schwarz-rot-gold, ne? Auch ein schönes Häuschen mit einer Tasche. Ein Wasserkocher. Zurückziehen. Ah, 27 Minuten haben wir noch. Ich habe die Befürchtung, ich renne bestimmt wieder in die falsche Richtung. Warte mal, ich habe doch irgendwann mal was von so einem Türmchen erzählt, ne? Den könntest du auch auf beiden Seiten geben. Single? Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese schwarzen Kisten, dass sie da so ein bisschen den Loot geändert haben. Ich weiß damals auf der Map Woods, da war fast in die, naja, sagen wir mal, in jeder zweiten oder dritten Kiste spätestens halt eine Waffe drin, die man halt gebrauchen konnte. Meistens auch gleich geladen. Und ja, hier bisher noch gar nicht auf der Map. Hm. War ich da vorhin? An einer Baustelle? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich links gleich Idea sehe, ne? Dann... Ah, nee, shit. Ich habe mich einmal in drin verlaufen und jetzt auch nochmal im Außenbereich auf die falsche, in die falsche Richtung gegangen. Hervorragend, hervorragend. Also,
wenn ein Freund oder ein Kumpel von mir mal das Video sieht, schenkt mir mal einen Kompass. Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht ja gar nicht. Mann, 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 Mann. Und ich ahne es gleich. Ich gehe jetzt in die richtige Richtung. Und dann werde ich hier gleich irgendwo weggeholzt. Aber das Laufen trainiert. Es gibt ja einen Skill dafür. Kann man, glaube ich, die Ausdauer oder halt länger laufen. Ach ja. Also dieses Mal haben wir echt mal viel gesehen. Außenbereich, Innenbereich, Einkaufsläden. Ach, Ultra steht da. Ultra irgendwas. Das war gar nicht der Laden. Da rechts steht, ist der Supermarkt quasi und Ultra ist irgendwas anderes. Ja. Dann haben wir ein Olli. Ein Olli. In grün. Was könnte das denn sein? Olli, Olli. Klamotten. Oliver. Gibt es nicht irgendwas, so eine Klamottenmarke? Ich habe auch schon lange keine Schüsse mehr gehört. Also mir fehlen trotzdem, auch wenn ich hier bisher häufig gestorben bin, mir fehlen die Scavs. Also ich gehe jetzt nicht in den Olli rein, in den Laden, aber... Ach, das ist Obi. Das soll Obi sein. Sowas kennen die in Russland? Das könnte eine... Nee, eine Bosch ist. Kann das nicht sein. Aber eine Bohrmaschine. 13.000 Rubel. Ach, das ist ein Meißel, glaube ich. Meißel für 800 Rubel. Entweder sind die Meißel richtig teuer oder... Nee, 800 und konnte gehen. Da steht kein Preis. Na gut. Ja. Ein Obi. So, jetzt müssen wir hier in der Seite lang. Ah, hüpf doch mal. Klettern wäre so schön. Oh, hier gibt es eine ja, Verladestelle oder so. Haben wir irgendwas zu trinken? Vielleicht, wenn man das ein bisschen... Konnte man das Hüpfen auch skillen? Vielleicht später Movement. Finde ich jetzt nicht. Wäre ja cool, wenn man da hochkommt. Ah, vielleicht mit einem Kollegen. Auf einen Kollegen springen und dann da drauf. Gear. Fast alle. Hä? Aha. Ah doch, die Milch hilft. Ja, komm, machen wir mal die Hälfte. Ach, hier ist ein Zaun. Ach, ey, gibt's doch nicht. Ah, da hinten ist so offen, Mensch. Hm.
Ja. Ups. Ach, kletter schon, du. Hops. Jetzt aber hops. Warum hüpfst du nicht mehr? Achso, keine Power. Gab's denn nicht auf den... War nicht bei den Worldpapern so eine Go-Kart-Bahn dabei? Jetzt hakt's wieder. Och, 20 Minuten. Oh Gott, ich glaube, hier war ich doch vorhin. Nee, das ist ein ungeschützter Kram. Hm. Ach, ich glaube, wir sind vorhin hier lang gegangen. Ach, sieht alles gleich aus hier. Aber wo ist der Ausgang? Ah. Da hinten hat mich gesehen. Fuck. Ich glaube, der sucht aber auch den Ausgang. So, Freundchen, was hast du mir mitgebracht? Brauche ich nicht. Hier, guck. Jetzt hängt das wieder an. Das hätte ich gern. Painkillers finde ich auch sagenumwoben gut. Hallo, Painkillers. Jetzt hängt das wieder an. Ach ja, das kannst du haben. Ah, das sieht nach einem Visier aus. Das muss mit. Muss mit. Jetzt kann ich den Platz da nicht belegen. Dann trinken wir das nochmal. Kann man gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viel wertvoll das ist, aber ich habe nicht so viel Platz. Ja, dank dir. Oh, ich blute noch. Oh, 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 oh. Ich kann da nicht belegen. Hier, komm mal raus. Hier, komm mal raus. Ja. Komm, 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 komm. Haha. Das erste Mal bei der Map rausgekommen. Interchange. Ich hab dich besiegt. Mit zwei und nur zwei Kills gemacht. War aber spaßig. Bis auf die zweimal, die ich mich verlaufen habe. Waytime. 43 Minuten. Alter Schwede, so lange war ich unterwegs. Und ich dachte am Anfang so, weil man hat ja, glaube ich, für die Map ungefähr eine Stunde Zeit, für die Wait. Und ich dachte immer, eine Stunde ist doch bestimmt zu lang, aber, oh, 43 Minuten. Ich glaube, so lange habe ich noch nie gespielt, nicht mal auf Shoreline. Wuh. Ja. Achso, 2 Bärs, das waren ja Leute von mir. Level 2 und Level 4, na. Nicht so, der Hit. Weil ich so sad. Na gut. Ja, war spaßig und endlich mal mit was rausgekommen. Und Level 7. Juhu. Ja, ich hoffe, das Video hat euch unterhalten und auch Spaß gemacht. Ja, und ich denke mal, ich werde noch ein paar Versuche auf Interchange machen. Ich werde diese Map noch auswendig spielen. Ich werde alles wissen darüber. Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.